Lebenslauf. Mein Lebenslauf ist wahrscheinlich interessanter als viele Lebensläufe, weil die wenigsten Menschen wissen, dass ich Leon Askin, der jahrelang in Amerika lebte, im amerikanischen Film arbeitete, im französischen Film arbeitete. Der Brief an den Henker ihres Vaters. Das ist aber ein anderes Stück. Das ist die Kabale. So, noch etwas. Ich bin geboren am 18. September 1907. Und zwar in Wien, in der Pfeilgasse. Das ist im 8. Bezirk. Aufgewachsen bin ich aber im Alsergrund. Und in Schule gegangen bin ich in Herrneuss. So, da hat sich jetzt, das ist Wien. Und gearbeitet habe ich viel in proletarischen Bezirken wie Otterkring und Hernals. Da habe ich meistens Glaszylinder verkauft. Solche, die man früher gehabt hat für Petroleumlampen. Sowohl die kleineren, die man in der Küche genommen hat, so wie auch die größeren für, sagen wir, für Petroleumluster und solche Sachen, nicht? Denn ich bin ja aufgewachsen in der Zeit des Petroleums. Zu meiner Zeit in der Lustkrantelgasse, wo wir unsere Wohnung gehabt haben, da war noch kein Gas. Mein Vater hat sich dann mal eine Acetylenlampe gekauft und das war so ein Zwischending zwischen Gas und Nicht-Gas. Ich weiß nicht, was das genau war, diese Acetylenlampe. Aber ich bin aufgewachsen bei Petroleumlicht.